Hallo, ich bin Johanni. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Abonnenten und Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute die Gusterbox gerade eben bekommen. Bin nämlich heute zu Hause. Ich habe nämlich nachher meine OP noch. Ne? Da dachte ich so, dann mache ich das doch jetzt noch schnell. Ne? Die habe ich nämlich erst um 4. Da ist sie, die Gusterbox, und die ist diesmal richtig schwer. Ich kann euch das sagen. Also wenn die so schwer ist, hat man ja meistens so Flaschen mit drinne, Tetrapacks, Dosen vielleicht auch, ne? Und ich hoffe, ihr könnt die Qualität von meinem Video ein bisschen, aber heute scheint die Sonne so extrem. Ich hatte jetzt keine Lust gehabt, hier noch großartig abzudunkeln. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem einigermaßen sehen und die Produkte, die ich euch zeigen werde, ne? Ich mache ja kein Schminki oder Spotschätzen irgendwie nicht. Eine Lidschattenpalette, sonst würde ich das anders machen. Aber ich denke mal, das, was ich euch zeige, werdet ihr trotzdem sehen, ne? In der Gusterbox befinden sich immer so Lebensmittel, Basic-Produkte, Schokolade, mal so Neuheiten und so, ne? Oder einfach mal so Basic-Produkte wie Salz hatten wir auch schon, ne? Nudeln, Brot, Kuchen, Kekse, ja. Mal, und vor allen Dingen Markenprodukte. Das, was ich mir niemals selber kaufen würde. Und wir haben hier immer so zwischen 10 und 15 Produkte drin. Und Wert von der Box sind meistens immer so zwischen 15 und 30 € so grob geschätzt. Ja. Und ich bekomme die Monatsabo für 15,99 € und kann ich jederzeit kündigen. Und willst du deine erste Degusta-Box für günstiger haben, blende ich dir mal hier so einen Code ein. Und unten in der Infobox findest du auch nochmal, ne, einen Link mit Code dazu. Und dann probier einfach mal aus, dann kriegst du die dann halt für 9 € noch was, 99 oder so. Allerdings weiß ich nicht, ob ihr die noch bekommt, die ich euch zeige. Kann ich leider nicht sagen, ne? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da wollte ich eigentlich meine Abonnentin fragen. Die hat das letzte Mal über meinen Link, ich weiß gar nicht, hat sie schon geantwortet. Ich weiß es gar nicht, ob das noch mit der Box geklappt hat, so dem Monat. Ne? Sonst würde ich euch das jetzt sagen. Gut. Und, oder ich muss mal gucken, was sie geantwortet hat. In meiner Kommentare hier bei YouTube. Muss ich mal gucken, dann kann ich es ja vielleicht euch drunter schreiben. Ne? Und ja, noch was zu sagen? Ach ja, interessiert dich das oder andere Geschichten, die ich hier so treibe? In dem Video lasse ich bis zu 5 Infokarten durchlaufen. Ne? Kannst du mal gucken, was ich hier noch so treibe? So Beauty und Abo-Boxen und Boxen, Beauty-Box und so die ein oder andere. Ne? Und Schminki und so Hauls, ab und zu mal und aufgebraucht. Und die Degusta-Box, genau. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal rein. Aufgemacht habe ich schon. Die ist echt schwer, ne? Guck mal. Ich nehme mal die ganzen Flyer hier raus. Und so sieht dann. Ne? Oh, das ist wirklich schwer. Oh, und ich sehe schon wieder. Und Flyer ohne Ende, Leute, ne? Also, es ist der pure Wahnsinn. Oh, sorry, wenn ich gewackelt habe. Oh, ich sehe schon ganz tolle Sachen. Oh, der hat die mir ja vorhin gar nicht. Ich habe nämlich Großeinkauf gemacht, weil ich nicht weiß, ob und wie lange und überhaupt ich krankgeschrieben werde mit meiner OP am C. Keine Ahnung. Da habe ich Großeinkauf gemacht und jetzt passt die Box ja auch noch ganz gut. Und die sehe ich schon. Also, da hätte ich gar nicht kaufen. Und die Haufen Flyer haben wir hier drin. Degusta-Box Cold kann man, ne? Gibt es jetzt auch wohl irgendwie im Abo. Oh. Haben wir hier etwa was drin von Batida Kirsch? Ach, das würde ich ja total. Batida Kirsch nicht. Batida de Coco kann man aber Kirsch draus machen mit Kirschsaft. Cocktails oder Longdrink oder so mixen. Ist ja meistens dann immer schon Hinweis, dass sowas hier mit drin ist, ne? Dann haben wir. Ach, hier, ne? Da gucken wir denn, wenn ich euch gezeigt habe, was drin ist, gucken wir uns die Produkte an. Es gibt entweder oder Produkte. Manche Produkte variieren. Manch einer hat was anderes in der Box. Und gucken auch, was es so kostet. Hier habe ich schon gesehen. Und das haben wir hier. Freunde einladen und eine kostenlose Box genießen. Ja, wird auch mal mehr Flyer. Und ich würde sagen, schießt der mal los. War doch schon das letzte Mal in der Box. Also mit Tee kann ich mich zuschmeißen, auch von den Adventskalendern. Das ist der pure Wahnsinn. Ich mache ja immer so, ich tue mir Tee auch. Ich habe zwei Kannen da. Ne? Wenn die eine im Abwasch ist, nehme ich die andere. Ne? Tue ich immer aufgießen. Und dann trinke ich aufgebrühten Tee auch kalt. Also so mache ich es. Ich mache jetzt alle meine Tees weg, die ich so habe. Ne, und dann brauche ich mir nichts anderes kaufen. Heiße Orange mit Ingwer war letztes Mal doch schon mit drin. Wieso habe ich denn das schon wieder mit drin? Und das ist auch gar nicht aufgelistet, wie ich gerade sehe. Okay. Ein Goodie? Ein Geschenk?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Geschenk, weil jemand meine Box abonniert hat? Keine Ahnung. Also, ich habe keine Kooperation, nur mal so zur Info. Ne? Das hat auch damit nichts zu tun. Also, ich habe keine einzige Kooperation. Das bezahle ich alles noch von meinem Geld und die wissen von mir nichts. Vielleicht wissen sie doch was von mir und gucken mir ab und zu, aber ich habe keine Kooperation. Okay, da habe ich einfach nochmal Tee mit drin. Der war, wie gesagt, letztes Mal schon mit drin. Heiße Orange mit Ingwer für Vitamin C, für das Immunsystem. Ich liebe Orange und Ingwer mag ich total. Kann ich sogar mit Geschenkanhänger hier hinten oben. Kann ich mir dann sogar ausschneiden. Okay, mega. Ja, habe ich jetzt hier mit drin, aber ich weiß nicht, ob ihr den auch mit drin haben werdet. Also wie gesagt, der war ja eigentlich das letzte Mal schon mit in der Box. Dann habe ich hier, also das kann die Box, die Gusta-Box von mir aus. Jedes Mal mit reinmachen, eine Tüte zu knabbern. Allerdings sehe ich schon, es ist eine recht kleine Tüte, das atme ich ein. So. Ja, immer so jeden Samstag, wenn ich jetzt nicht gerade was vorhab, was anderes, mache ich dann immer so, hole ich mir was zu knabbern. Dann gönne ich mir mal das so einmal die Woche. Und auch Schokolade gönne ich mir das volle Programm. Unter der Woche gibt es ja sowas bei mir nicht mehr. Und dann genehmige ich mir einen schönen Horrorfilm meistens dazu. Ja, ich gucke gerne Horrorfilme. Und hier haben wir von Lorenz, die sind irgendwie neu, Quinoa-Chips. Die schmecken lecker. Quinoa-Chips sind auch lecker. Ranch-Style, cremig und kräuterig. Oh ja, das ist meins. Mal nix mit Chili. Wie geil. Ich mag Chili gar nicht, ne? Ist überhaupt nicht mein Ding. Und ja, manchmal hat man ja auch was mit Chili drin. 80 Gramm dürften schnell eingeatmet sein. Mega, ich freue mich richtig. Sind richtig so eine Geriffel hier. Ich mache ja immer Degusta-Box aufgebraucht. Mache ich auch immer von dem Monat davor oder manchmal mache ich es auch 2 Monate später. Ne? Und dann lasse ich noch mal so ein bisschen Revue passieren und sage euch, wie ich die Produkte so fand. Mal gucken, vielleicht siehst du das denn hier oben in einer der Infokarten. Denn, ne? Da kannst du mal gucken, wie das denn so bei mir aussieht. Ui, die sind so leck. Quinoa-Chips. Mega geil. So, dann habe ich wieder mal was von Lou. Biskuit-Cereal, Schokolade. Es sind so eine Getreidekekse überzogen mit Milchschokolade. Oh, wie geil. Guckt mal. Schön zum Kaffee gegönnt. Mega geil, ne? Also, Hammer. Und ich habe mir hier, und da hat man immer 6 so eine, hier sind immer nicht viel drin. Ich kenne das schon. 195 Gramm und dann hat man hier 6 so eine Dinger nochmal extra in so eingepackt. Aber ja, ich hätte mir vorhin gar nicht zum Kaffee holen brauchen bei meinem Großeinkauf, ne? Oh, da habe ich jetzt die Wahl der Qual, ne? Ja, da kann ich dann mal gucken, entweder das oder das oder das. Genau, habe ich jetzt erstmal. Zum Kaffee habe ich jetzt erstmal reichlich. Mega, freue ich mich sehr. Ne, die letzten Küchlein von Lou, die haben mir eigentlich nicht so geschmeckt, weil es einfach nur so süß geht. Ja, aber das sind ja so eine Kekse wieder. Und Kekse mag ich ja wiederum, ne? Mega geil. Dann habe ich hier noch was zum Kaffee. Ich bin da erstmal versorgt. Oder kann man auch zum Frühstück essen, ne? Kann man auch. Also ich denke mal, Motto wird so ein bisschen wieder Picknick sein. Brunch oder so. Könnte, glaube ich, Brunch sein. Ich bin mir nicht so sicher. Milchbrötchen. Und ich liebe Milchbrötchen. Von Oels. Oels haben wir schon öfters mal so Kuchen auch so mit drin gehabt. Alpenfrischmilch. Schoko. Und die sind so mit Schoko. 6 so eine Brötchen, Leute, ganz ehrlich. Kann man sich auch zu einer Tasse Kaffee Nachmittag, ne? Dann macht man, isst man die so oder man schneidet sich die auf und macht sich noch Butter mit drauf oder so. Manch einer Marmelade oder Frischkäse, aber ich würde die so noch mit Butter zusätzlich essen. Aber ich würde die auch so essen, da würde ich gar nichts mit drauf machen. Oder halt für unterwegs sind die ganz praktisch, ne? Wenn man so eine Picknicktour macht, mega geil. Milchbrötchen mit Schokostückchen. Noch mehr hätte ich gefeiert, wenn die mit Rosinen wären. So Rosinenbrot, das ist richtig. Ach, das müsste ich mir eigentlich auch mal wiederholen. Rosinenbrot, diese Rosinenstuten, ist auch so mein Ding, aber das ist immer so übelst teuer hier, ne? Das hätte ich ein bisschen mehr gefeiert. Mit Rosinenstückchen, aber die wären auch safe alle, ne? Also, da bräucht ihr euch bei der Honey keine Sorgen machen. Wie geil. Also, das ist bis jetzt mega, mega, mega. So, oh, es ist noch nicht vorbei hier. Einmal so eingepackt, ne, geschützt. Das ist heute alles richtig schön geschützt. Ja, von Oro Italia Kräuter haben wir einfach mal so eine Tomatensoße mit Kräuter.
In so einem Glas. Mega geil. 400 Gramm. Das passt. Also ich habe ja schon mal erwähnt, die Gusterbox könnte von mir aus jeden Monat Chips mit reinpacken. Schokolade, Nudeln und Tomatensauce. Da bin ich glücklich, ne? Aber immer so ein bisschen von einer anderen Marke zum Ausprobieren. Das passt ja jetzt, ne? Weil, wie gesagt, ich war heute Großeinkauf machen. Nudeln habe ich eh da. Und dann habe ich dann mal wieder eine schöne Soße dazu. Oh. Lecker, lecker, lecker. Man kann auch noch so machen. Vorher ein bisschen Zwiebel mit anbraten, wenn man jetzt so noch Zwiebelringe mit reinmachen möchte. Kleine Würstchen. Kann man auch machen, ne? Ich meine, da ist ja schon alles mit drin, aber wenn man es noch möchte, kann man auch noch machen. Und dann mit untermischen und vielleicht noch einen Schuss Ketchup mit rein, damit das noch so ein bisschen so eine andere Note noch mit hat. Freue ich mich sehr, muss ich sagen. Ja, mega geil, ne? Das ist eine Box diesen Monat. Oh. So, ja, über was die sich so freut, ne? Oh, ich sehe noch viel mehr hier. Oh, Jadot. Guck mal, von Jadot. Ist bloß eine Stange, die gibt es ja. Es gibt ja diesen Großpack, wo vier so eine Stangen drin sind, ne? Das muss irgendwie eine neue Sorte sein hier. Die ist so gefüllt. Ach, das sind die dunklen. Und die sind so gefüllt mit so einer dunklen Creme. Ja, da gucken wir mal, ne? Auf dem Flyer, nach was das schmecken soll, das steht nicht um. Ich denke mal so Cookie-Style oder so Brownie-Style. Mega, da freue ich mich. Also Leute, diese Box ist ja wieder der Oberknaller und ich kann wieder Piff, Paff, Puff machen. Freue ich mich schon richtig drauf. Ey, wirklich, das mache ich zu gerne, Leute. Ich sitze dann immer auf der Couch und dann, gut, so. Hier haben wir einen Riegel von NYX. Sagt mir überhaupt gar nichts. Peanuts and Fudge. 40 Gramm Riegel. Zeige ich euch. Kenne ich nicht. Habe ich noch nie was andersrum. So lang. Das ist ein Riegel mit. Steht das hier oben? Wenn nicht, gucken wir dann mal auf dem Flyer. Irgendein Riegel mit Nüssen. Irgendein Riegel mit Nüssen. Genau, ne? Ja. Hier steht zwar, aber das kann ich jetzt hier nicht so sehen. Es ist ganz klein. Erdnussriegel mit Schokolade. Ah, jetzt haben wir es. Ach, hier, guck mal, haben wir sie. Uiuiuiui. Kannst du schon die Gante mitgeben. Naja, gut, mit der kleinen Flasche vielleicht nicht so unbedingt. Ne? Von Mangaroga Batida Pura Coco. Ne? Kennt man. Das ist ein Likörchen. Das ist bloß eine kleine Flasche. 40 Milliliter. Ich hätte ja mal gefeiert, wenn sie wenigstens mal so eine große Flasche mit reingemacht hätten. Ah, 21%. Also das ist schon der Hammer, ne? Kann man sich pur hinter die Binde kippen, wenn man es möchte. Wenn man jetzt mal einen richtigen Frust hat mit Rum und Kokosnusswasser, ne? Kann man sich mischen mit Kirschsaft, so Batida Kirsch. Aber ja, kann man sich auch gleich, ich zeige euch gleich, ne? Mega, also da freue ich mich richtig. Kann man auch mischen mit dem hier, ne? Das haben wir, sowas hat man hier auch mal mit in der Box. Von Rauch, Happy Day, Immun Plus, ein Vitamin C plus D und Zink mit Orange, Mango, Zitrone. Oh, wie geil. Für dein Immunsystem. Also die Box ist ja der Oberknaller, Leute. Gefällt mir besser wie die Februarbox, obwohl die Februarbox bei der Gusterbox eigentlich mal meine Lieblingsbox ist, weil der ist immer so auf Filmeabend ausgerichtet. Und ja, und dann kann man sich den Batida de Coco einfach mal mit diesem riesen Ding hier auch mischen, wenn man das möchte, ne? Ein Liter haben wir hier drin. Mega geil. Da freue ich mich. Also meine Krankheit sei schon hier meine, wenn ich lange krank sein sollte, ich bin dann erstmal mit guten Sachen versorgt, ne? Und dann werde ich wieder 10 Kilo mehr oben haben. Ja. Und ja, es ist wirklich so. Wenn ich nicht arbeiten gehe, meine Bewegungen nicht habe, den Fuß stilllegen muss, geht leider nicht viel, ne? Wir haben noch was von Lou drin. Ich fasse es ja nicht, Leute. Noch mehr von Lou. Biskuit Spekulos. Knuspriger Zimtkeks. Also mein Kaffee ist die nächsten Wochenenden am Wochenende immer versorgt. Ich brauche mir jetzt gar nichts mehr kaufen. Ne? Also da bin ich jetzt wirklich versorgt, muss ich wirklich sagen. Und zwar, ja, das sind einfach, habe ich gerade schon mal gesagt, knusprige Zimtkeks. Auch geil. 200 Gramm. Also wirklich, meine Kaffeewochenenden
Ist ja der Hammer. Ich bin noch nicht fertig, Leute. So, das ist Hammer. Ey, ganz ehrlich. So, wieder Piff, Paff, Puff machen. Oh, nein! Oh, wie geil. Was ist denn das? Von Yellowtail Rosé. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Grafted by the Casella Family Australia. Mega. 12%. Ja, das hat schon weniger wie dieses Partida-Dings, ne? Und 750 Milliliter, das ist Blossoming with Juicy Strawberries and Cherry. Also mit Erdbeergeschmack und Kirsche. Oh, wie geil. Der nächste Mädelsabend ist gerettet, da werde ich die mitnehmen. Oder für mich alleine für Samstagabend, ich weiß es noch nicht. Das ist ja der pure Wahnsinn. Hier hat man einfach mal so eine Sektflasche mit drin, ne? Sekt oder Prosecco oder ja, so Sekt. So einfach so ein Blubberwässerchen, ne? Oh. Also Leute, die Box ist mega. Kaffee! Und es ist mal kein Bohnenkaffee. Es ist endlich gemahlener Kaffee. Ich kann mit, man hat hier manchmal auch Kaffeebohnen mit drin, kann ich dem nichts mit anfangen, weil ich habe keine Kaffeemaschine. Und im Degustobox Advents, doch, Kaffeemaschine schon, aber nicht, wo man Bohnen mahlen kann. Und hier haben wir von Melitta Kaffee des Jahres vollmundig mit feiner Mandelnote. Stärke 3, gibt es 5 Stärken, ich habe Stärke 3 und das ist ein Filterkaffee. Habe ich mir heute auch erst gekauft, ne, damit ich, weil Kaffee, also Kaffee muss sein. Wenn ich keinen Kaffee da habe, da, boah, da kriege ich die Krise, ne. Dann habe ich hier ein Ersatzpäckchen, wenn es wieder zur Mitte des Monats zugeht und mein Konto wieder mal leer ist, ne? Und ich muss warten auf Gehalt von der Arbeit. Also es kommt immer pünktlich, so ist es nicht, aber immer Mitte des Monats, ne, zum nächsten Monat zu, wird es immer bei mir ein bisschen knapp. Und dann habe ich dann immer, also vom Geld her wird es knapp, ne? Ist halt leider bei mir so, ja. Und wegen Kurzarbeit und YouTube ist nun mal auch ein teures Hobby. Und dann, ja, gibt man auch mal das ein oder andere mehr Geldchen halt so aus, um euch ein bisschen was zu zeigen. Ja, es ist nun mal so, ne? Oh Gott, da habe ich den Kaffee. Geil. Ich meine, damit komme ich vielleicht eine Woche hin mit diesem kleinen Päckchen. Aber haben oder nicht haben, ne? 100 Gramm, ja, da komme ich nicht lange mit hin. Aber mega, ey, da freue ich mich total, ne? Leute, die Box, die ist echt der Hammer. Also wenn ihr die wirklich euch im Abo holen wollt, dann macht es sofort. Vielleicht kriegt ihr die noch. Ich kann es aber leider nicht versprechen, ne? Wenn ihr die noch nicht habt und günstiger sogar bekommt. Ey, es ist der pure Wahnsinn. Ich habe mir heute im Kaufland Schokolade gekauft und dachte so, ah, so richtig ist nichts im Angebot. Und ich dachte, da habe ich mir so eine Billigschokolade vom Kaufland mitgenommen. Da habe ich mir so überlegt, vielleicht packt ja mal die Degusta-Box wieder was mit rein, ne? Und guckt mal, von Kaba Milchschokolade einmal mit Kekscrunch. Oh mein Gott. Nein, ne? Es ist nicht die, ihr Ernst. 100 Gramm. Und einmal mit weißer Schokolade mit Erdbeer und Brause. Oh, Leute, ich bin so geflasht von dieser Box. Die ist ja der Monat der Oberknaller. Also ich finde die richtig geil. Muss ich euch jetzt wirklich mal sagen. Also die war jetzt wirklich die geilste Box seit langem mal wieder. Ja, es ist diesmal Haufen Süßkram drin, das stimmt. Zu der Soße hätten sie vielleicht doch nochmal Nudeln mit reinpacken können, hätte die nichts dagegen, eine Packung Nudeln. Aber trotzdem, Nudeln hat ja auch eigentlich jeder zu Hause. Ne? Das hat jeder, der fast jeder eigentlich. Es ist wow, aber das ist genau mein Ding. Ne? Also ich mag das, obwohl ich mich ja beim Degusta Box Adventskalender aufgeregt habe, da ist so viel Süßes drin. War ja auch wirklich so. Ja, aber in so einem Degusta-Box-Adventskalender mit 24 Türchen erwartet man auch ein bisschen mal was Herzhaftes, ne? Und so. Und das ist ja nur hier halt bloß eine Box, aber trotzdem, ich finde die toll. Also, davon wird nichts weiter wandern, weil manchmal hat man auch Produkte drin, die weiter wandern. Und die kriegt ja meine Mutti oder der Mann von meiner Freundin oder keine Ahnung, ne? Wenn da so mal Bier oder so mit drin ist, ich trinke ja kein Bier. Ja, siehst du, geht schon los, dass ich hier Piff-Papp-Puff mache. Richtig geil. Leute, Mädels, Jungs und Mädels da draußen, ich bin total... Guck mal, die Box ist leer. Hammer Box. So, Märzbox. Märzbox. Gut, also diese Lou-Kekse mit Schoki-Überzug, 1,99 €. Lou ist eine recht teure Marke, ne? Dann von Melitta, also hier der Kaffee. Also der nochmal.
Ja, das ist eine Probiergröße und die große Größe würde 5,69 € kosten, ne? So. Warte mal, alles, was ich packe, nimm das nochmal runter. Giotto, ne? Giotto Momenti, kann man auch zur Tasse Kaffee mit dazu oder kann man einfach abends mit zum Snacken oder wenn man was Süßes will. Ne? Inspiriert von Brownie, aha, mit Brownie, also Brownie hatte ich recht gehabt. Steht kein Preis dazu, also scheint das ein, wie so Art Goodie zu sein, ne? Und ja, mit Kakao, Magermilchcreme. Umhüllt von Kakao, Butter, Keks, Granulat. So, dann einmal diese Tomatensoße. Oro di Italia 2,19 €. Naja, na, ja. Aber ein geschenkten Gaumen guckt man ins Maul. Dann steht hier Überraschung, ein kleines Geschenk für dich. Ja, dann wird das der Tee sein. Also das war dann halt mein Tee. Also der Tee ist halt Überraschung. Ja, gut. So, dann haben wir hier Mango Rabatida. Wo habe ich denn die jetzt? Das kleine Fläschchen. Das ist natürlich eine Probiergröße. Die große Flasche würde 9,99 € kosten. Ja, steht hier zum Mixen Long Drinks. Ja, ne? Genau. Oder, ja, ne? Produkt des Monats ist tatsächlich dieser kleine Riegel hier. Das ist Produkt des Monats 1,49 €. Soll halt ein recht guter Riegel sein, enthält keinen zugesetzten Zucker, Palmöl und ist frei von Weizen. Okay, da bin ich gespannt, wie der schmeckt. Schwedischer Erdnussriegel, okay. Ja. Frisch geröstete Erdnüsse und eine cremige Karamellsoße sind umhüllt von zart schmelzender Vollmilchschokolade. Oh, da bin ich gespannt. Von Rauch Happy Day, der Saft, 1,89 €, ne? Dann diese Quinoa-Chips, 1,99 €, würde ich niemals ausgeben, ne? Also ich würde keine 1,99 € für 80 Gramm ausgeben, da hole ich mir lieber meine Nachos für 300 Gramm für 99 Cent und esse 2 Tage davon, weil eine ganze Tüte Nachos habe ich nie alleine, muss ich mal sagen. So. Die Lu, diese Kekse, 1,99 €. Dann diese beiden Tafeln Schokoladen von Kappa. Je Tafel 99 Cent. Und von Oels die Milchbrötchen, 2,99 €. Und dieser Säckchen, ne? Aperitif. Als Empfehlung Aperitif, gekühltes Aperitif oder zu gegrillten Fisch und Hähnchen. Okay, kann man zu Fisch und Hähnchen, wenn man grillt, essen. Ja, genau. So Säckchen. Steht nicht hier. 4, habe ich schon gesagt, 4,99 €. Würde ich mir auch nicht kaufen. Für 4 Euro. Ich kaufe immer den billigsten Sekt. Oder wenn mal was im Angebot ist, ja. Ja, weil ist nun mal so, ne? Frische Aromen nach Erdbeeren, Rosenblättern, Honigmelone, Muskatnuss. Ach du meine Güte. Hört sich sehr lecker an. Da werde ich euch im Aufgebrauchten mal auf dem Laufenden halten, ne? Von der Box. Ja, ihr Lieben, findet die Box geil. Schreibt gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, wie ihr die Box findet. Ich finde es toll. Also das ist, da wandert nicht weit davon. Ne? Das bleibt alles bei mir, ja. Und freue mich richtig. Also beste Box ever seit langem mal wieder, muss ich jetzt wirklich sagen, ne? Also ja. Und wenn dir dieses Video gefallen hat und auch der Inhalt, wie gesagt, schreibt mir das mal gerne in den Kommentaren. Dürft ihr mir sehr gernchen ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss blende ich euch ein. Mein Unboxing von den Degusta Box und aufgebraucht, das siehst du hier in der Playlist. Hier siehst du meinen Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren. Würde ich mich richtig drüber freuen. Hier unten siehst du Videovorschlag und den aktuellsten Upload. Und ich sage jetzt Tschüssi. Machen wir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.